hast dich gegen deine Freundin entschieden, für das Wohl von Barty Town. Ja, das für das Gemein. Und für mich. Ja, genau. Bist ein atemberaubend toller Polizeihund. Hallo, Barty Army! Ich bin Barky, der beste Hund in Minecraft. Bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zurück und ein neuer Tag und eine neue Challenge und wir sind gerade hier gespawnt. Wisst ihr noch, in der letzten Folge haben wir Barky Town auf Null gesetzt und haben diese riesige Servermaschine des bösen Vitamine-Hackers zum Explodieren gebracht. Das war richtig, richtig heftig und ich glaube, ich bin auf jeden Fall schon mal hier wieder in meinem Bett zu mir gekommen. Oh Gott, Leute, lasst uns einfach mal schauen, ob es Barky Town wieder gut geht. Und vor allen Dingen, ob der liebe gute Herr Polizeimann wieder da ist, aber... Oh mein Gott, Leute, ich glaube, der Herr Dr. Erfindermann hätte wirklich recht gehabt. Die ganze Lava ist weg. Es sieht wieder richtig, richtig gut aus hier in Barky Town. Die Sonne strahlt und... Dann, Leute, lasst uns ganz, ganz schnell jetzt zum lieben guten Herr Polizeimann gehen. Und oh Gott, hoffentlich ist er da. Hoffentlich ist er wieder da. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich bin so richtig aufgeregt. Auf jeden Fall ist hier auch die ganze Lava weg. Und ich würde sagen, wir sind einfach mal so frei und klopf mal an. Klopf, ups, klopf, klopf, klopf. Hallo, 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 hallo. Mein Gott, ja. Hallo, Barky. Hallo, Herr Polizeimann, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so froh, Sie zu sehen. Hallo, Herr Polizeimann. Ah, hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, Barky, bester Hund in Minecraft. Hallo, Polizeimann. Ich bin Polizeimann. Hallo, der mein Polizeimann, Gott. Der Polizeimann, den du jeden Tag siehst. Es hat funktioniert, Leute, es hat funktioniert. Der Polizeimann ist wieder da. Ich bin so überaus glücklich. Herr Polizeimann, es tut so gut, Sie wiederzusehen. Was ist denn los, Barky, bester Hund in Minecraft? Nein, Herr Polizeimann, wissen Sie gar nicht? Gar nicht, was passiert ist? Naja, der Vitamine-Hacker hat mich getötet und dann bin ich hier ganz normal respawned. Ganz normal und sofort wie immer, oder? Oh Mann, Herr Polizeimann, es ist so viel passiert, das können Sie sich gar nicht ausmalen. Es war richtig, richtig heftig, Herr Polizeimann. Was? Ja! Aber was, wie, hä? Ja, das war richtig... Das musst du mir alles haarklein erzählen, Barky, bester Hund in Minecraft. Ja, also was soll ich sagen? Wir sollten ein bisschen spazieren gehen. Dann kann ich Ihnen das viel besser erzählen an frischer Luft. Da hast du recht, ich mach mal die Tür. Oh, was? Siehst du das? Ja, Polizeimann, seine Polizeistation. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch letztens erst das Schild geändert, weißt du noch? Ja, das weiß ich noch. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich mach das mal weg und hänge ein neues auf. Ja, das ist sehr cool. Ja, Polizeimann und Barky, Ihre Polizeistation. Sehr cool. So ist das sehr viel besser. So gehört sich das. Yeah. Ja, so finde ich das Schild auch richtig, richtig cool. Ich weiß gar nicht, wer das abgenommen hat. Ein richtig süßer Streich, oder? Ja, muss ein richtiger Unmensch gewesen sein. Naja, auf jeden Fall, Herr Polizeimann. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, die ganze Geschichte mit diesem blöden Vitamine-Hacker. Es ging im Endeffekt so los, dass ich eigentlich einen Tag frei hatte und am Strand... einfach nur gemütlich war und dort gelegen habe, ein bisschen die Sonne auf mein Fell scheinen lassen habe. Und dann kam da irgendjemand aus dem Wasser heraus. Können Sie sich das vorstellen? Direkt aus dem Wasser. Aus dem Wasser? Na, das muss wahrscheinlich ein gestrandeter Schwimmer gewesen sein. Der kam direkt aus dem... Ja, der kam direkt aus dem Wasser angeschwommen. Und ja, dann sah der einfach aus wie Vitamine. Das ist dieser richtig coole YouTuber. Kennen Sie den? Das ist doch der mit den 161.000 Abonnenten, oder? Ja, ganz genau. Und da war ja eben das Problem, dass der gehackt wurde. Und ja, aber da komme ich dann später nochmal drauf. Jedenfalls, dieser Typ, der aussah wie Vitamine, ja, hat sich dann hier ein bisschen Barky Town angesehen. Und ja, wollte dann irgendwie auch Server-Admin werden. Und wollte sich das Ganze dann aber nämlich auch kaufen und da bin ich irgendwie schon ein bisschen skeptisch geworden.
Weil, sehr komisch, er hat irgendwie mein Polizeihund-Instinkt ist da angeschlagen. Ja, und da hat sich auch so ein bisschen widersprochen. Spürnase bist du. Na ja, danke schön. Ja, hat sich teilweise auch mal wieder widersprochen. Ja, genau. Und dann hatte ich ihn ja, das wissen Sie ja vielleicht noch, hatte ich ihn eingesperrt und hatte sie dann eben noch mal um Rat gefragt. Und das dürfte ja dann wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, wo wir beide uns gesehen haben. Ja, da habe ich dich zuletzt gesehen, genau. Genau. Dann ist mir der böse Vitamine-Hacker bei der Befragung irgendwie entkommen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte. Ja, auf jeden Fall, dachte ich eigentlich, wir haben ihn dann sozusagen damit auch aus der Stadt gejagt ein bisschen. Aber leider hat die Ruhe und der Frieden nicht lange gehalten. Ja. Wie? Der kam wieder oder was? Oder was war da los? Ja, der kam dann wieder und hat hier im Endeffekt so wahrscheinlich sie besiegt und ganz Barky Town in Schutt und Lasche gelegt. Hier war, können Sie sich das vorstellen, dieser ganze Platz von Barky, von Polizeimann und Barky, seine Polizeistation bis zu diesem Hochhaus hier hinten. Das war alles voller Lava und hat gebrannt. Also ich weiß noch, dass kurz bevor ich respawned bin, hier in dieser sauberen Stadt, ein Typ mit einer komischen Stimme, kannst du dir das vorstellen, eine ganz komische Stimme, fast ein bisschen Computer generiert. Ach so, das ist der liebe gute Herr Dr. Erfindermann, ja, der hat uns später auch noch geholfen. Nein, ich glaube, ich meine den Vitamine-Hacker. Ach so. Der hat kurz bevor ich respawned bin, hat Lava über mich geschüttet. Oh! Wie fies, der Typ! Oh Mann! Ja, das hat er irgendwie auch schon angedeutet gehabt. Naja, jedenfalls war hier alles in Schutt und Asche und ich war richtig, richtig verzweifelt. Ja, und dann war es irgendwie, hatten wir ein bisschen Glück. Ich habe dann durch Zufall nämlich hier hinten dann den der Herr Dr. Erfindermann getroffen und der war richtig, richtig schlau. Kennen Sie den Herr Dr. Erfindermann? Naja, natürlich. Wir haben doch schon in der Schulzeit viel Zeit zusammen verbracht. Ja, und er hatte nämlich eine richtige Idee. Wir mussten nämlich vorher feststellen, dass Diamantschwerter gegen den bösen Hacker nichts ausrichten konnten. Er hat mich einfach besiegt, der Hacker, als ich ihn mit dem Diamantschwert verfolgt habe. Ich konnte absolut nichts machen. Das war richtig traurig. Okay, dann ist er ja gegen alles immun, weil Diamantschwerter sind ja das Stärkste, was es gibt im ganzen Leben. Ja, ja, nein, zum Glück nicht. Wir hatten richtig Glück im Unglück quasi. Zwischendrin kam ja ein ganz neues Minecraft-Nether-Update mit der Version 1.16. Und da... Das hab ich verpasst. Ja, das haben sie verpasst. Oh mein Gott, da sind so viele neue, coole Sachen gekommen. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Eben ein riesiges Nether-Update und genau darauf hat dann der liebe Herr Dr. Herr Findermann angespielt, denn dort gibt es ein Element, was man abbauen kann, was noch stärker als Diamant ist. Das klingt sehr gut, richtig schlau von dem Herrn Dr. Findermann. Ja, und dann mussten wir uns ein sogenanntes Nether-Portal bauen, kennen Sie sowas? Ja, das kenne ich natürlich, da geht man dann ins Nether rein. Genau, da mussten wir vorher noch ganz viel Obsidian holen. Dann kam zwischendrin dieser blöde Kuchenmensch und hat mich angegriffen. Irgendwie gefühlte 20 Mal. Ich weiß auch nicht, was dieser Typ von mir will. Okay, den hast du aber besiegt, oder? Den Kuchenmensch? Ja, den habe ich immer richtig schön eins gegeben. Richtig blöder Typ. Den vertraue ich nämlich gar nicht mit seiner komischen Stimme. Ja, ich auch nicht. Und vor allem möchte ich auch mal aus Barky in Schutt und Asche legen. Ich denke, ich könnte mir echt vorstellen, dass der irgendwie der Vitamine-Hacker gewesen ist. Aber keine Ahnung. Man ist ja erst nur schuldig, wenn die Rechtsprechung das sagt. Vorher kann man das noch nicht feststellen. Das wäre gemein. Ja, wie dem auch sei, wir haben dann das Nether-Portal gebaut. Und dann wollten wir da runtergehen. Aber, und das ist jetzt richtig heftig, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, der Herr Dr. Erfindermann, der konnte einfach nicht durch das Nether-Portal, weil seine Teile, aus denen er besteht, die waren einfach nicht kompatibel mit dem 1.16er Update. Oh Mann. Oh, das ist aber hart.
Das war einfach nur ein richtiges Schlamassel. Aber also bist du dann ganz alleine dort rein? Nein, zum Glück habe ich die liebe gute Ladybug dann getroffen, die mich natürlich gerne unterstützt hat. Sie war schon richtig, richtig toll aufgeregt wegen dem Update. Das wollte sie sich schon immer mal anschauen. Ja, und dann kam es so, dass wir beide runter das neue Neta gegangen sind. Das klingt gut. Und habt ihr dann das Netherit dort gefunden? Ja, früher oder später. Wir haben erst noch ein bisschen ein Haus gebaut und da waren richtig, richtig viele Endermänner. Können Sie sich das vorstellen? Oh Mann, das war richtig fies, dort am Anfang ein Haus zu bauen. Nein, aber nicht den Endermännern in die Augen schauen, darauf musst du achten. Ja, da müssen wir richtig aufpassen. Und wussten Sie eigentlich, dass man kein Bett im Nether als Spawnpoint setzen darf? Ja, das weiß ich, Berg. Habe ich dir das noch nicht beigebracht? Nein, das haben sie mir noch nicht beigebracht, das wusste ich noch nicht. Dann, nachdem wir nämlich das erste Haus gebaut haben, hat es einfach nur BOOM gemacht und das war ziemlich uncool. Mussten wir alles nochmal bauen. Das war mein Fehler, Barki, das tut mir leid, das hätte ich dir schon längst beibringen müssen. Ja, sie konnten ja nicht. Sie sind ja auch viel im Stress, das verstehe ich schon, dass es nicht immer geht. Naja, wie dem auch sei. Ja, bin ich halt mit Ladybug wieder runter. Wir haben ein zweites Haus gebaut und sind auf richtig coolen Schreitern geritten. Kennen Sie das? Das sind solche lustigen kleinen Schweine, mit denen man über Lava reiten kann. Das ist richtig, richtig cool. Die kenne ich nicht. Ich glaube, die kamen ebenfalls mit dem Update 1.16. Ganz genau. Das ist einer von den Neuerungen. Das war richtig cool. Ja, und dann haben wir eben das Netherit gefunden und dann wird es auch natürlich auch schon ein bisschen traurig, denn dann ging es ja wieder hoch, weil wir alles hatten. Aber Ladybug wollte nicht mitkommen. Sie wollte dort unten leben bleiben bei den richtig fiesen Typen. Aber ich glaube, im Herzen glaube ich, sie ist glücklich geworden. Was? Sie ist noch im Nether? Ja, sie ist noch im Nether, genau. Ui. Das kommt jetzt aber hart. Ja, wir werden sie wahrscheinlich so schnell, wenn überhaupt, nicht wiedersehen. Ich weiß nicht. Dann muss ich die Zombies ja immer selbst entlassen. Sonst hat Ladybug immer dafür gesorgt, dass die Zombies aus dem Gefängnis ausbrechen können. Ja. Wir werden sie wahrscheinlich so schnell nicht wiedersehen. Ja, das ist schon ein bisschen traurig, aber Hauptsache, sie hat das gemacht, was sie wollte. Und wie sie sich glücklich fühlte. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Danach sind wir eben wieder, oder bin ich wieder hoch, habe Ladybug unten gelassen. Und dann zum Herr Dr. Findermann. Dann haben wir richtig viel cooles Zeug gecraftet. Dieses Netherit-Zeug. Ja, okay. Ja, und dann. Ja, dann habe ich wieder dieser blöde Kuchenmensch. Als ich das ganze Netherin-Zeug hatte und endlich mal den bösen Vitamine-Hacker besiegen wollte oder beziehungsweise suchen wollte, dann habe ich wieder dieser Kuchenmensch und hat rumgenervt. Oh mein Gott, dieser Typ. Warum ist er überhaupt noch hier? Ein richtig komischer Typ, der Typ. Ja. Blöder Kuchenmensch. Genau, richtig doofer Typ. Und ja, nachdem ich den zum gefühlten 50. Mal besiegt habe, habe ich dann den bösen Vitamine-Hacker gesehen und er hat einen riesigen Server gebaut, aber eine Servermaschine hat er ihn, glaube ich, genannt, aber irgendwie bestand die absolut nur aus TNT, so richtig habe ich das Ganze nicht verstanden. Und jedenfalls ist es mir sehr gut geglückt, ihn mit diesen neuen Netherit-Sachen zur Strecke zu bringen. Oh, es wird Abend. Kling, kling. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann wusste ich irgendwie, war ich komplett verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und wollte ich dann einfach diese Servermaschine einfach hochjagen, weil die ja irgendwie nur aus TNT bestand. Aber dann, dann kam nämlich der Herr Dr. Erfindermann und dann hat er mich eigentlich vor die Wahl gestellt, beziehungsweise mir erläutert, was das alles bedeutet, was passiert, wenn ich jetzt diese Servermaschine explodieren lasse. Denn auf der einen Seite würde Barky Town wieder auf Null gesetzt. Das würde bedeuten, dass sie eben auch jetzt wieder leben. Ja, ließ es ja sehen, was ich gemacht habe. Oder eben, also was das aber auch bedeutet, eben, dass das Netherportal mit kaputt geht. Und dadurch, dass wir ja, wenn wir ein neues Netherportal bauen und wieder reingehen in den Nether, der Nether neu generiert wird,
werden wir Ladybug wahrscheinlich nie wiedersehen. Und du hast dich für mich entschieden. Und ich habe mich für dich entschieden, oder für sie entschieden, Herr Polizeimann, ja. Wow, das rührt mich. Das rührt mich sehr, Bug. Oh, das freut mich. Wow. Du hast dich gegen deine Freundin entschieden, für das Wohl von Barky Town. Ja, das für das Gemeinwohl. Und für mich. Ja, genau. Bist ein atemberaubend toller Polizeihund. Oh, sie schmeicheln mir so sehr, oh, vielen Dank. Oh. Und Polizeihund? Habe ich da richtig gehört? Oh. Ach, den Orden kann ich dir leider noch nicht offiziell verleihen, aber... Aber... Ich sag mal so, du bist auf gutem Weg und gerade mit dieser Aktion hast du sehr gut dazu beigetragen. Barky? Ja? Das war eine sehr, sehr starke Leistung. Ah, danke schön, Herr Polizeimann. Danke, vielen Dank. Oh Mann, puh. Jetzt habe ich mich völlig verlaufen. Oh nein, ich bin hinter Ihnen, hallo. Und wir haben schon Abend. Wir haben den ganzen Tag geredet. Ja. Gab ja auch viel zu besprechen. Das, was uns alles passiert ist. Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig sehr heftig. Interessant. Wenn uns jemand zugehört hätte, hätte wahrscheinlich sehr viel Freude dabei gehabt. Oh ja. Da gebe ich Ihnen absolut zu 100% recht. Oh nein, meine Freunde. Das Video ist vorbei. Wenn ihr genauso traurig seid wie diese Totenköpfe hier, dann schaut am besten noch eine weitere Folge!